Gamblex Gaming fragt Pete Smeed: Wie würde euer eigenes TV-Format aussehen? Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich eins haben wollen würde überhaupt. Also, Gaming im TV funktioniert ja nicht so gut. Game One hat das lange Zeit hingekriegt, so als die einzigen so, aber selbst die mussten ja mittlerweile zumachen. Also, was die Fernsehsendung zumindest angeht, nicht den Livestream oder so. Deswegen finde ich diese ganze Internetgeschichte mit Livestream und so viel interessanter als das ganz klassische Fernsehen. Ja, außerdem würde im TV jetzt sozusagen ja auch diese ganze Kommentieren-Geschichte und so weiter wegfallen. Also die Interaktion. Da wirklich eine Community zu haben, hat man ja dann beispielsweise bei Game One früher auch über Foren und so weiter gemacht. Und das würde ja sich komplett wieder umstrukturieren müssen. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Forenfreund auch. Von daher bin ich übers Internet auch sehr glücklich. Ansonsten... TV-Format, so über eine Stunde, live, hatten wir mal. Hattest ja, du mal. Tateset, ja, das war ja auch nicht im Fernsehen, also von daher. Nee, aber es kam schon so in die Richtung, aber ja. Ich weiß nicht, nee, muss nicht sein. Ja, mein eigenes TV-Format, es wäre dann wahrscheinlich eher so ein Oberflachwitze-Jimmy-Breuer-Verschnitt, Dr. J's Witzewelt oder sowas. Oder Beauty Tips, how to make your hair looking beautiful. Das wäre auch geil. Ich glaube, mein TV-Format wäre jetzt so ganz spontan sowas wie Willi will's wissen. So Sepp. Weiß ich nicht, ihr könnt euch ja einen coolen Titel dafür überlegen, aber Sepp will's wissen. Ich würde einfach irgendwo hinfahren. Für Jugendliche und Kinder dann. Dinge hinterfragen, die Welt bewegen, so Maschinenbausachen zum Beispiel, so Anlagen und wie wird eigentlich das hergestellt oder das produziert. So Sachen finde ich sehr cool. Vielleicht auch in einem gehobenen IQ oder halt was Komplexeres, so Richtung Galileo, wobei die auch nicht immer, also nicht so Wasserrutschenwettbewerbe und sowas, was die geilste Wasserrutsche der Welt, aber zum Beispiel wie Anlagen und Maschinen funktionieren, das wäre doch mal was Cooles. Oder sowas hat die Welt doch noch nicht gesehen. Mein eigenes TV-Format, wie würde das aussehen? Ich glaube, ich würde so eine Witzshow machen, für junge Zuschauer, wo man als Strafe auch so Glibber über den Kopf geschüttet bekommt. Also es soll so eine Spielshow, müsste das sein. Ja. Wo man so witzige, wie früher Tabaluga TV oder sowas. Ah, okay. Ne, da haben die auch mal so Spiele gemacht, glaube ich. Ja, wobei deins würde dann wahrscheinlich mehr so Richtung Nickelodeon gehen. Die haben ja wahrscheinlich den Glibberkram immer. Richtig, aber irgendwie was Buntes, was Abgefahrenes. Mhm. Weil sowas Politisches, sowas, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Hauptsache irgendwas, was Spaß macht. Ja, ich würde es ein bisschen Kinderfernsehen dann machen. Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Wie würdest du es machen? Ich würde gerne ein Reiseformat haben. Ich würde so gerne reisen. Stell dir mal vor, du siehst alles auf der Welt irgendwie, kriegst es auch noch bezahlt, weil die sagen, Nela, geh da hin und film da mal ein bisschen. Ich war ja in Korea mal für TAF und habe ja auch meine eigene Korea-Serie auf meinem Channel. Ja. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Also, sowas finde ich toll. Ein Reiseformat. Ja. Nicht schlecht, ein Reiseformat. Ich würde kein eigenes TV-Format machen, weil ich selbst kein TV-Gucker bin. Deswegen wüsste ich nicht, wie sowas aussehen sollte. Und die YouTube-Videos, die ich gerne machen würde, die gibt's halt entweder schon oder ich mache die halt selber. Für alle, die es interessiert, eine richtig coole Serie, die rein von YouTube auf YouTube-Basis irgendwie gemacht ist. Das ist ein Video Game High School, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Aber sowas ist eine Art von der coole Sache.